Ja, Leute, ihr sucht nach dem perfekten Gaming-Fernseher im Bereich von 50 Zoll und habt keinen Bock auf das Einbrennen eines OLEDs, dann ist der QN90A derzeit wohl der beste High-End 4K 120 Hz Gaming-Fernseher am Markt von Samsung brandneu mit Mini-LED. Ja, Freunde, in dem letzten Video haben wir den Q80A hier an die Wand gehängt und heute, ja, eine Nummer kleiner, der QN90A von Samsung 2021er Flaggschiff mit 50 Zoll. Heute im Test und ja, nächstes Mal habe ich dann sogar noch die passende Soundbar dazu, die Q600A, ja, mit Q-Symphony, genauso wie ich schon in dem letzten Video das Ganze mit der Q800T von Samsung bereits demonstriert hatte. Also, wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns nach dem Intro. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama. But I'm not ready to give in. Ja, Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Runde GAX TV und ihr wisst ja, ja, ich zocke selber hier auf meinem 32 Zoll Monitor und bin mit der Größe enorm zufrieden. Nur mit der Entwicklung von HDMI 2.1 bieten sich eben immer mehr Möglichkeiten, größere Monitore, aber auch Fernsehgeräte als Gaming-Monitor zu verwenden. Mit 4K 120 Hertz ist das die Zukunft und wie ganz schnell so ein 32 Zöller von dem hier, ja, einem 65 Zoll mega großen Gaming-Fernseher ersetzt werden kann, soweit revolutioniert und neue Möglichkeiten geschaffen, mit ultragroßen TV-Geräten entsprechend im Bereich von 4K 120 Hertz gamen zu können. Ja, das hier ist mein Fernseher. Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen verrückt. Ich habe extra für das Video einen 65 Zoll auf meinen Schreibtisch gestellt. Aber ich zeige euch, dass 65 Zoll vielleicht nicht die richtige Größe für euren Schreibtisch sind, sondern das ist der brandneue Neo QLED von Samsung und zwar der QN90A mit 50 Zoll. Richtig aggressiver Angriff gegen die 48 Zoll OLEDs und ja, damit wohl eigentlich einer der besten Gaming-Fernsehgeräte, die es derzeit auf dem Markt gibt. Ja, als QN90 definitiv das Flaggschiff von Samsung mit Mini-LED. Ja, das erste Mal tatsächlich hier in den neuen Samsung-Modellen verbaut, entsprechend mit der brandneuen Full-Array-Backlight-Technologie. Mini-LEDs revolutionieren gerade so ein bisschen den Fernsehermarkt. Da macht der QN90A an der Stelle keine Ausnahme. Ich war schon enorm gespannt, dieses Gerät hier für euch testen zu können, denn es ist der erste 50 Zöller von Samsung, der entsprechend mit der Bildwiederholungsrate von 120 Hertz im 4K auftrumpfen kann. Ja, und wie ich anfangs schon gesagt hatte, macht HDMI 2.1 selbst aus einem 65 Zöller aber auch hier so einem 50 Zöller Fernseher einen Gaming-Monitor. Will ich mir gleich mal anschauen, wie sich hier so ein 50 Zoll Teil auf meinem Schreibtisch machen würde. Denn ja, gegenüber dem 65 Zöller ist der 50 Zöller wie dafür gemacht. Ja, jetzt gehen wir einmal ganz kurz auf die Spezifikationen von dem Gerät ein. Den Q80A habe ich übrigens letztens erst für euch vorgestellt. Sehr, sehr spannendes Gerät mit unglaublich guter Preis-Leistung. Der QN90A hingegen, ja, der trumpft einfach mit Features auf, ist entsprechend der erste Samsung QLED mit Nvidia G-Sync-Kompatibilität, natürlich auch AMD FreeSync Premium Pro. Ja, und das ist ja wie dafür gemacht, entsprechend nicht nur für Gaming-Konsolen wie die PlayStation 5 oder die Xbox Series X benutzt zu werden, sondern auch an eurem Gaming-Rechner. Sämtliche RX 6000er als auch RTX 3000er Karten von AMD und Nvidia unterstützen ebenfalls HDMI 2.1 und das ermöglicht natürlich im Gaming-Bereich ganz neue Welten. Ganz kurz zu den Modellen. Q80A, ja, wir hatten das letzte Mal einen 55 Zoller. Dieser hatte einen Display-HDR-Wert von 1500 und ist ebenfalls als 80 Zoll Gerät vorhanden. Jedoch, ja, und das will ich hier einmal ganz kurz ja, klarstellen, es gibt immer sogenannte Größenklassen, wo entsprechend bestimmte Fernsehgrößen bestimmte Feature mit sich bringen, obwohl sie in derselben Serie sind. Der Q80A hat entsprechend mit 55 Zoll das volle Feature-Paket, entsprechend mit dem besagten Display HDR 1500. Der 50 Zöller hingegen greift lediglich auf Display HDR 1000 zurück. So, und ähnlich ist das hier auch mit dem QN90A, nur setzt dieser entsprechend als 55 Zöller nochmal eine Ebene höher und bietet Display HDR 2000
So, als 50 Zöller habt ihr natürlich den kleinsten und leistungsstärksten Gaming-Fernseher am Markt. Geht aber auf Display HDR 1500 zurück. Das ist natürlich immer noch immens, aber an der Stelle anzumerken. Ja, und bevor ich jetzt hier weiter auf die tollen Gaming-Feature eingehe, ja, machen wir das Teil mal ganz kurz auf und schauen uns an, wie sich das Teil auf meinem Schreibtisch macht. Ja, typischerweise à la GaxTV-Manier mit Unboxing Knife. So, im Lieferumfang selbst ist entsprechend hier die brandneue Samsung QLED-Fernbedienung mit dabei. Die sieht erstens sehr, sehr schick aus. Ja, deutlich dünner als das Vorgängermodell. Ja, ich habe mal hier die alte Samsung QLED-Fernbedienung zur Hand genommen. So sah das Vorgängermodell aus. Hatte hier entsprechend eine etwas geschwungenere, dickere Form. Die neue ist entsprechend doch ein gutes Stück dünner, etwas edler und eben in dieser gebürsteten Aluminiumoptik sehr, sehr schick. Und hat entsprechend einen USB-C-Port ohne Batterien, denn das Ganze lädt sich über diese Solarzelle hier hinten auf. Und finde ich einfach mega cool vom Statement von Samsung hier entsprechend ein bisschen umweltfreundlicher das Ganze aufzubauen. Ansonsten haben wir hier entsprechend Netflix, Prime Video. Ja, von der Funktionalität hat sich hier nichts geändert. Wer die alte Fernbedienung gemocht hat, ja, wird die neue auch mögen. So, da haben wir ihn soweit hier erstmal auf die Couch gelegt. Erstens, er ist deutlich dünner geworden als das Vorjahresmodell. Und wir werden jetzt gleich den Aufkleber können wir hier abnehmen. So, und wir haben hier einmal die Stromversorgung, den typischen Samsung QLED-Kabelkanal. Damit lässt sich das Ganze hier, egal ob mit Wandhalterung oder mit dem beiliegenden Standfuß, entsprechend schön verkabeln. Sämtliche Anschlüsse hier HDMI 2.1 ist HDMI Port 4. Dann haben wir EARC Support und zwei weitere HDMI Anschlüsse. Ja, können wir uns gleich nochmal im Detail anschauen. Auf jeden Fall ein sehr, sehr schönes Teil. Gefällt mir schon mal sehr gut. Und wir werden jetzt einmal den Standfuß montieren. So, wir haben jetzt den Standfuß hier soweit montiert. So schaut das Ganze aus. Ich finde die Form sehr, sehr schön, also dass es dann eben so schwebend aussieht. Höchst massiv. Also wirklich, das Teil ist einfach krass. Gibt dem Fernseher einfach eine richtig schön schwebende Optik, dann wenn er gleich steht, werden wir uns gleich anschauen. Vorher aber einmal hier unsere Anschlüsse, oben zweimal USB, dann hier der mit dem Konsolenzeichen an der Stelle ausgestattete HDMI 2.1 Port mit 4K 120 Hz Support, EARC an dem anderen HDMI Port und zweimal ganz normal HDMI. Ja, hier unsere Antennenanschlüsse, ja, da unser Kabelkanal, der dann entsprechend in den Standfuß übergeht, genauso wie hier von unserem Netzanschluss. Ich dachte mir mal, dass ich euch das hier mit den Kabeln kurz demonstriere. Ja, hier haben wir unser Netzkabel. Das kommt entsprechend hier in den Fernseher seitlich reingeschoben. So, und dann könnt ihr hier diesen Kabelkanal, ja, selbst wenn es richtig hauchmillimeterdünn an der Wand sein sollte, wie mit der SlimFit-Wandhalterung, ja, lässt sich das Ganze richtig gut hier entlang führen und in diesem Kanal verstecken, nach hinten dann an dem Standfuß selbst entlang führen. Und genauso sieht es natürlich auch mit dem HDMI-Port aus. Einfach in den Anschluss rein, ja, Kabel hier seitlich runter und wir haben entsprechend für die HDMI-Kabel hier unten einen dickeren Kabelkanal und funktioniert einfach sehr schön. So, jetzt versuche ich den Fernseher hier alleine auf den Tisch zu heben. Das wäre mit dem vorherigen 65 Zöller auf gar keinen Fall möglich gewesen. Da braucht ihr auf jeden Fall zwei Leute. Die Frage ist, ob bei einem 50 Zöller eine Person mit etwas Motivation reicht. Say you wanna fix us.
the problems. How long should I be waiting? Feels like I've had too much of drama. Wir werden jetzt den Q90A soweit einmal kurz einrichten und uns das Bild anschauen. Denn 4K auf 50 Zoll, das bedeutet eine enorm hohe Pixeldichte, entsprechend ein gestochen scharfes Bild. Und darauf, da bin ich echt gespannt drauf. So, und wie zuvor auch bei den Samsung Gaming Fernsehern, müsst ihr entsprechend hier auf den Spielemodus gehen. Ja, den Spielemodus einschalten. Dann habt ihr erstens das Gaming OSD. So, wunderbar. 4K, 120 Hertz, 10 Bit soweit eingestellt. Man merkt jetzt schon definitiv einen Unterschied zu dem vorherigen Samsung Q70T, den ich eben hatte. Aber auch zu dem Q80A, den wir unten im Wohnzimmer stehen haben. Der QN90A macht hier einfach... ja, echt was her. So, und wie ich anfangs schon gesagt hatte, ist eben der Samsung QN90A soweit mit sämtlichen Nvidia- als auch AMD-Karten der neuesten Generation, die über HDMI 2.1 verfügen, kompatibel und kann dieses 4K 120-Hertz-Signal wiedergeben mit HDR. Ich glaube, ich habe noch nie so ein krasses Bild gesehen. Ich werde mir gleich was anmachen, vielleicht auch das ein oder andere Spiel und einen Blick reinwerfen. Ja, warum nicht das gute alte TimeSpy? Da hatte ich jetzt gerade eben ein bisschen Bock drauf, dass ihr hier im Hintergrund gleich ein bisschen was seht. So, und was macht den Samsung QN90A in Sachen Gaming so besonders? Ja? Es ist einerseits der Auto Low Latency Mode, also ein möglichst geringer Input-Lag für eine möglichst geringe Eingabeverzögerung. Ja, und dank der 12-Bit-Farbverteilung werden mit den Quantum Mini-LEDs Schwarzwerte und Lichteinfall gleichmäßig und präzise dargestellt. Also ihr seht's, das ist echt... ein krasses Bild. Wie ich anfangs schon gesagt hatte, mit den AMD-Karten läuft das Ganze nativ mit AMD FreeSync Premium Pro, mit dem Display HDR 1500, mit den größeren Modellen eben Display HDR 2000, ist das richtig geballter Kontrast und sorgt natürlich mit FreeSync, aber auch G-Sync-Kompatibilität für richtig schön flüssiges Gameplay mit 4K 120 Hertz. So, ein weiteres Feature, wir schauen gerade das Ganze in einem Bildformat von 16:9, ja, ist ganz normal, aber man kann sich das Ganze auch entsprechend im Ultra-Wide oder Super-Ultra-Wide Game-View-Modus einstellen, sprich einen Ultra-Wide-Monitor simulieren, ja, und das Ganze im 21:9 oder sogar 32:9 Seitenverhältnis darstellen. Also wer nicht Bock auf Big Screen hat, kann entsprechend auch auf Ultra-Wide setzen. So, und das macht das Ganze natürlich noch flexibler als ein Gaming-Display. Ja, und im Gegensatz zu den OLEDs muss man sich hier bei dem QLED trotz ultrahohem HDR-Wert und richtig krass hellem Bild keine Sorgen ums Einbrennen machen. Und das ist in meinen Augen einer der größten Vorteile. Ja, das Bild als solches ist einfach überwältigend. Ja, fast schon schade, hier die Grafikkarte davor stehen zu haben. Macht einfach einiges her, muss man ganz ehrlich sagen. So einen QN90A, sobald man das einmal gesehen hat, ja, boah, das ist echt Next Level, Leute, Next Level. Und ich muss ehrlich sagen, so ein 50 Zöller, ja, wenn man so ein bisschen Abstand dazu hat, kann man trotzdem noch alles schön erfassen. Ja, und ich werde mir gleich jetzt ein Spiel anmachen, ein bisschen schauen, was so geht. Ich dachte mir, wenn wir schon das letzte Mal mit der RTX 3080 und dem Q70T 4K 120 Hertz mit Death Stranding getestet haben, machen wir das doch jetzt hier auch an der Stelle. Ja, ich bin sau gespannt. Und ich würde sagen, für 4K 120 Hertz sieht das richtig schön flüssig aus. Ja, und wir haben hier die RX 6700 XT, die das Ganze gerade betreibt. Also ich finde, das geht vollkommen klar. Ich hätte, um ehrlich zu sein, bei maximalen Grafik-Settings nicht erwartet, dass das Ganze so flüssig läuft. Aber das zeigt einfach, der 12 GB Frame Buffer mit AMD FreeSync Premium Pro, ja, das ist einfach der Wahnsinn. Leute, der Wahnsinn. So, als nächsten Titel, mit dem ich einfach sehr viel Zeit verbracht habe, ist Assassin's Creed Odyssey. Ja, da bin ich auch gespannt drauf, was es jetzt hier mit extrem hoher Grafikeinstellung
und 4K 120 Hertz leistet. Also erster Gesamteindruck, sehr flüssig. Und einfach knallhart, ja, echt scharf. Also ich muss zugeben, dafür, dass wir das Ganze gerade mit einer RX 6700 XT betreiben, ja, ist das schon sehr, sehr spielbar. Also dafür, dass wir hier entsprechend ja, eine verhältnisweise günstige HDMI 2.1 Karte haben, ja, ist die Gaming-Erfahrung definitiv da. Also es macht Spaß, es sieht gut aus, es sieht verdammt gut aus. Und man muss ganz ehrlich sagen, die Betrachtungswinkel von diesem Display sind der Wahnsinn. Ja Leute, das war's soweit zu dem QN90A und in dem nächsten Video, wie ich schon am Anfang gesagt hatte, gibt es dann die Soundbar Q600A im Test. Das Ganze werde ich dann mit dem 50 Zöller mal ausprobieren und vor allem in Sachen Game Sound dann ja, ein bisschen auf die Probe stellen. Also, wenn ihr Bock drauf habt, sehen wir uns das nächste Mal zu einer weiteren Runde GaxTV und bis dahin Gaming Fitness, that's you see on GaxTV.